Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Starwing. Wir befinden uns im Sektor X der zweiten Route und ich habe auch hier keine Ahnung mehr, wie dieses Level genau aussah. Sektor X. Andros lässt in diesem Gebiet eine Basis errichten. Ihr müsst alle Maschinen zerstören. Toll. Haben wir jetzt irgendwas abgekürzt? Ich weiß nicht. Denn dann hätte er eh nur noch ein Komma, Fox, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen gefehlt. So, weg damit. Soweit ich... Nein, ich irre mich. Nein, es gibt ja zwei Level, die was Spezielles beinhalten. Und ich dachte, es ist dieses, aber nein. Das ist ein anderes. In der dritten Route. Und hier kommen ganz komische Viecher. Na, geht bitte drauf. Hallo, treffe ich euch auch mal? Aha. Ja, du mich auch. Schön. Hi, tanzendes Vieh. Was auch mal du da machst. Geh auch nach unten. Danke. So. Was sind das für komische Roboter hier, die immer so krank hin und her springen? Ja, das dachte ich mir, dass das nicht so gut war. Ja, wirst du sterben? Danke. Übrigens zeigen diese Dreiecke uns rechts und links an, wie sich gerade die Lage unseres Flugzeuges anpasst. Nein, das ist dumm. Wie gerade die Lage unseres Flugzeuges ist. Wow, war das intelligent! Ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt und ich hätte eigentlich 5 Nova-Bomben gehabt, aber nö, ich habe jetzt wieder 4. Egal, das kriege ich auch so hin. Erhöhter Schwierigkeitsgrad, sehen wir es so. Ah, wenigstens Doppelblaster. Der ist schon mal okay. Oh Mann, war das dumm. Warum muss ich diese Nova-Bomben verschwenden? Das hat ja nicht mal etwas gebracht. Hätte es wenigstens alle Gegner weggeratzt, aber nein, natürlich nicht. Aha, okay, kein Problem, wenn ich die kriege. Dafür nehme ich auch gerne ein bisschen Schaden in Kauf. Ja, das will ich haben. Danke. Sollte ich mich nicht anschießen lassen? Für sowas geht nämlich mein Schild weg. Und das wäre echt ärgerlich. Aha, schön. Gib. Ja, wunderbar. Jetzt sehen wir an dem Schild. Rot ist das normale Blau, wenn wir unverwundbar sind. Ja, weg mit dir. Easy. Was ist das hier? Ach so, natürlich. Ihr seid irgendwelche komischen Dinger, die unsterblich sind. Sicher. Kann man ja nachvollziehen. Würdest du mal aus meiner Schussbahn verschwinden, du elendiger Frosch? Weichtier. Ja, interessant. Weg damit. Und auch da oben ist noch irgendwas, was ich jetzt nicht mehr kriege. Aha, ein Tee für Telekom. Schön. Super. Wow, ist das schwierig. Ja, das ist wirklich noch sehr einfach, aber da gibt es wesentlich schwierige Routen. Pass auf, ich werde gleich getroffen, wenn ich so spotte. Oh Gott. Ja, ich habe immer noch meine Unverwundbarkeit. Noch bin ich stolz drauf. Ich glaube, das wird sich... ja, gleich ändern. Oder nicht? Ja, natürlich soll ich dir helfen. Ja. Verschwindet sie jetzt? Warte doch! Ich habe sie noch. Cool. Finde ich gut. Hallo, gehst du mal kaputt? Ich hasse euch. Ich hasse Unsterbliche. Habe ich das schon mal gesagt? Ey, wollte ich haben. Unfair. Wow, super, du hast mein Schild geschrottet. Applaus. Aha. Ja, du bist auch noch gleich. Ich weiß nicht, ob der jetzt schwieriger ist oder mehr aushält. Ich glaube, er hält mehr aus oder sowas. Oder er ist einfach so feige und macht seinen Dinger nur für ein paar Sekunden angreifbar. Ja, das kann es auch sein. Es waren übrigens gerade alles Blaster von mir, die ich mir reingedrückt habe. Und ich glaube, er zieht einen hier schon wesentlich näher ran. Ja, aber diese Endgegner, da braucht man sich wirklich noch keine Sorgen drum machen. Die sind einfach. Ja, ihr seht. Der zieht einen doch schon etwas näher ran. Willst du bitte damit aufhören? Das ist nicht so nett. Oh Gott, zumindest das. Ja, Raketen, nett. Guck mal, wie er uns abgezogen hat. Oh Gott. Wenn du das jetzt lässt... Okay. So. Ja, natürlich hast du mich getroffen. Selbstverständlich. Ja, der ist aber noch kein Problem. Aber ihr seht, ich kriege schon wesentlich mehr Schaden ab. Unter anderem auch, weil ich mich doof anstelle. Aber es ist zwar immer noch nicht knapp. Nein, bei dem Spiel ist sowas noch nicht knapp. Aber ich habe schon mehr gelitten. Immerhin habe ich wieder 5 Nova-Bomben, nachdem ich die eine so episch verschossen habe. Alles okay, Jungs? Natürlich. Sind sie alle noch komplett gesund? Ich glaube, in der ersten Etappe war es jetzt schon so, dass einer verwundet wurde.
Aber es haben wir letztendlich trotzdem alle durchgeschafft. Was? Ich sag's ja, die zweite Etappe. Pff, ist total Mist. Trotzdem kriege ich einen Bonusversuch. Ja, wenn das Spiel meint, okay. 68% ist aber wirklich schon sehr wenig. Naja, bis zur nächsten Folge.